Ihnen die Übernahme der Funktion, die Sie heute im Raiffeisenverband innehaben, ähnlich überraschend oder wussten Sie das ein bisschen vorher? Also Gott sei Dank war das nicht so überraschend. Wir pflegen unsere Stabübergaben, wenn ich das so sagen darf, doch etwas anders zu planen. Ich habe in etwa gut 2 Jahre vorher gewusst, was geplant ist, und daher war das nicht wirklich dann ein großes Problem. Ganz im Gegenteil, die Freude ist immer größer geworden, als ich dann ziemlich genau vor einem Jahr in der Generalversammlung gewählt wurde. Die Fußstapfen, die Christian Konrad da geprägt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, sind ja nicht gerade die kleinsten. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Was ist die Aufgabe der Funktion eigentlich? Nun, es war ja so, dass ich die Gelegenheit hatte, ungefähr 20 Jahre sehr intensiv mit dem Christian Konrad zusammenzuarbeiten. Davon 12 Jahre in einer Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Und bei uns ist es üblicherweise so, dass der Aufsichtsratspräsident oder der Obmann nicht nur zu 6 Sitzungen im Jahr da ist, sondern Christian Konrad und ich hatten ein gemeinsames Büro. Wir haben uns tagtäglich gesehen, waren in allen Bereichen abgestimmt, und ich weiß, wie er, und Anführungszeichen, er weiß, wie ich in verschiedenen Reaktionen meine Entscheidungen treffe, sodass auch da eine sehr, sehr gute Voraussetzung gegeben war. Übrigens, ich mag es jetzt auch so, ich habe mit meinem Nachfolger als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor auch ein gemeinsames Büro, und auch wir sehen uns jeden Tag eine gewisse Zeit. Die Raiffeisen-Organisation ist ja, wie manche wissen wahrscheinlich, eine Organisation, die aus sehr, sehr, sehr vielen Eigentümern besteht. Eigentlich eine verkehrte Pyramide genau genommen. Wie funktioniert denn da so eine Entscheidungsfindung mit so vielen Genossenschaften? Das macht es so spannend. Wir sind eine sehr demokratisch aufgebaute Organisation. Wir haben in etwa, unsere Basis sind in etwa 2 Millionen Mitglieder, die wir in Österreich haben, in den verschiedensten Genossenschaften. Jede Genossenschaft ist für sich eine eigene Rechtsperson, und diese Mitglieder sind die Eigentümer dieser Genossenschaft, wo jeweils auch eigene Organe installiert sind, eigene Geschäftsleitung oder im Warenbereich eine eigene Geschäftsführung, wie es dort heißt, mit den entsprechenden Aufsichtsorganen. Und die jeweiligen Eigentümervertreter von diesen Primärgenossenschaften sind dann wieder jene, die Genossenschaftsrechte auf der zweiten Stufe, wenn Sie so wollen, wahrnehmen, also auf Ebene der Raiffeisen Landesbanken bzw. der Raiffeisen Holding. Und wir als Raiffeisen Holding, und ich komme gerade von einer Organsitzung der Raiffeisen Zentralbank, wo ich von den Eigentümern zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wurde. Wir sind wieder der Haupteigentümer der Raiffeisen Zentralbank. Das ist ein dreistufiger Aufbau, der sehr, sehr gut funktioniert. Aber klar ist, wenn es um grundsätzlich strategische Weichenstellungen geht, beginnen wir diesen Diskussionsprozess und Entscheidungsprozess auf der Primärebene. Das muss man einkalkulieren, aber klar ist, wenn das ausdiskutiert ist, dann zieht sich das sehr rasch durch bis in die Spitzenebene, in die Raiffeisen Zentralbank Gruppe. Und wichtigste Beteiligung bei der Raiffeisen Zentralbank ist ja die Raiffeisen Bank International. Sie haben gesagt, demokratischer Aufbau, demokratische Struktur, also die Wurzeln der Raiffeisen Bewegung liegen ja eben in
einer Genossenschaft an Bauern, die gemeinsam beschlossen hat, sich miteinander Landmaschinen zu kaufen, gemeinsam zu investieren wahrscheinlich. Jetzt gibt es im Bankenwesen derzeit auf Basis der Krise vielleicht ein bisschen schräge Gedanken. Ich frage mal unvorbereiteterweise, sagt Ihnen der Name Christian Felber etwas und die Demokratische Bank? Selbstverständlich, auch das schreckt uns überhaupt nicht. Das habe ich nicht angenommen, dass es sich schreckt. Aber es gibt immer wieder neue Ideen, das ist auch sehr in Ordnung, ist überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Das bringt uns auch weiter und das belebt die gesamte Branche. Der Ausgangspunkt von Raiffeisen ist ja in der Bundesrepublik, in der heutigen Bundesrepublik Deutschland gewesen. Und in Österreich wurde die erste Raiffeisen-Darlehenskasse, so hat das damals geheißen, 1886 in meinem Heimatort gegründet worden. Sie kommen aus Oberösterreich? Nein, ich komme nicht aus Oberösterreich. Ja? Ich komme aus Niederösterreich in Mühldorf bei Spitz, also das ist hier in Jaurling, in der Jaurling-Gegend. Dort hat es einen sehr weitsichtigen Bürgermeister damals gegeben. Dort, wo ich herkomme, das war eine sehr ärmliche Gegend, landwirtschaftlich damals schon geprägt, wo die Menschen nicht wirklich viele Möglichkeiten hatten, für sich und ihre Familie zu sorgen. Es hat ein paar kleine, Kleinstgewerbebetriebe gegeben, ansonsten war das eine bäuerliche Struktur. Und dort war dann die Frage, was kann man denn gemeinsam tun, was macht uns denn gemeinsam stärker, um uns heute würde man sagen, gewisse Investitionen leisten zu können. Und das war die Basis dafür, dass eine sogenannte Darlehenskasse gegründet wurde, die ja bis herauf in die 60er Jahre immer nur am Sonntag in aller Regel von Lehrern, von Pfarrern geführt wurde. Die haben da immer eine sehr zentrale Rolle dabei gespielt. Und das wurde ja nebenberuflich gemacht. Und erst durch das Kreditwesengesetz hat dann der Gesetzgeber vorgesehen, dass es auf der einen Seite das Hauptamt, also Profi-Geschäftsführer, oder wie man bei uns in der Genossenschaft sagt, Geschäftsleiter geben muss, aber die Aufsichtsorgane sind ehrenamtliche Funktionäre. Und das gilt bis zum heutigen Tag, das bewährt sich auch naturgemäß bis über das Bankwesengesetz hinaus und daraus hat sich die Raiffeisenbewegung und übrigens auch sehr ähnlich mit etwas anderen Grundsätzen auch der Volksbankensektor, der ist mehr aus der Gewerbeseite gekommen. Also Raiffeisen aus der sehr stark landwirtschaftlich geprägten Seite gekommen und die Volksbanken mehr aus der Gewerbe oder aus der Gewerbeseite heraus sich entwickelt. Mit unterschiedlichen Strukturen, die wir heute wissen, aber für uns gilt auch in der heutigen Zeit, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass dieser demokratische Aufbau beibehalten wird, nämlich diese Dreistufigkeit, wo man durchaus gewisse Mehrkosten dafür in Kauf nimmt und wo es die berühmten Grundsätze gibt der Solidarität und der Subsidiarität. Also die zweite Stufe hat, und die dritte Stufe hat jeweils nur dann ihre nachhaltige wirtschaftliche Lebensberechtigung, wenn sie für die jeweils darunterliegende Stufe, jetzt positiv gemeint, echte Beiträge liefern kann, nämlich dem Förderauftrag nachkommen kann, so wie im Genossenschaftsgesetz vorgesehen ist. Also es wäre heute eine Raiffeisenbank nicht in der Lage, eine komplizierte Finanzierung eines Kunden von uns zu machen, der vielleicht in Russland oder in der Bundesrepublik Deutschland oder sonst wo tätig ist. Also da gibt es eine ganz klare Aufgabenteilung, und die sich immer weiterentwickelt, das ist klar, aber ansonsten Solidarität, Subsidiarität. Und wenn ich sage Solidarität, dann ist auch darunter zu verstehen, dass also jede Einheit für die andere haftet. Wir haben einen Haftungsverbund im eng juristischen Sinne, wo also die Raiffeisenbanken für die Landesbanken haften, die Landesbanken haften zurück für die Raiffeisenbanken und wir alle haften für die Raiffeisenzentralbank. Und daher gehe ich gleich auf ein ganz wichtiges Thema ein, das jetzt in aller Munde ist, um die Einlagensicherung, wo wir natürlich sehr viele Freude haben, wenn ununterbrochen diese Themen da sind, weil wir so
Wir sind ein Haftungsverbund und bei Raiffeisen hat bis zum heutigen Tag noch kein Kunde vormals einen Schilling und wird auch in Zukunft keinen Euro verlieren. Also das ist uns ganz, ganz wichtig festzustellen und daher haben wir nicht eine große Freude, wenn es in Richtung Gleichmacherei geht, auch auf europäischer Ebene. Sie haben da Aktualität angesprochen, ich greife die vielleicht gleich auf. Wir führen ja auch derzeit eine Debatte, auch ausgehend von der Schweiz, zum Thema Gehälterdeckelung. Die einen bezeichnen es als Solidaritätsdebatte, die anderen als Neiddebatte. Wie sieht man denn das in einer Bankenfunktion aus Ihrer Perspektive heraus? Ich glaube, es ist momentan sehr schwierig, immer irgendwo einen Faden von einem sehr komplexen Konstrukt herauszuziehen. Es muss einem klar sein, dass die Finanzwirtschaft ganz allgemein seit der Lehman-Krise oder wenn Sie wollen, auslösend durch die Subprime-Krise in Amerika, Lehman war ja eine Folge davon, dass sich die Finanzwelt wirklich in einem völligen Umbruch befindet. Ob uns das jetzt recht ist oder nicht, das ist ein Faktum. Und das gilt jetzt nicht für einzelne Branchen oder einzelne Produktschienen, sondern gilt ganz allgemein und der grundsätzliche Trend ist ausgelöst worden durch eine Politik, die in Amerika über eigentlich Jahrzehnte gemacht wurde, über die sogenannte Niedrigzinspolitik. Das ist die eigentliche Wurzel der Subprime-Krise, wo ihm dann klar war, in dem Moment, wo man nie unterstellt hat, dass Zinsen jeweils steigen können und wie dann die Zinsen gestiegen sind in Amerika, ist man plötzlich draufgekommen, dass man heute nicht von 0% Zinsen oder Kredite Zinsen vergeben kann oder soll. Da bleibt irgendwie auf der Strecke. Das war klar und das wissen eigentlich alle. Und das hat dann doch eine Insolvenzwelle ausgelöst. In erster Linie hat das betroffen die größten Investmentbanken in Amerika. De facto innerhalb von 3 Monaten hat es von 6 Investmentbanken 3 weggefegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eines haben die Amerikaner dann gemacht. Lehman war jene Investmentbank, die die stärksten wirtschaftlichen Verschränkungen nach Europa hatte. Und dort ist offensichtlich der Sektionschef, Servus, dort ist offensichtlich schon im Hintergrund gestanden, also Europa soll da beginnen mitzuzahlen. Das ist wie ein Tsunami über den Atlantik herübergeschwappt und hat dann zu dieser, mit einem Schlag, zu einer riesigen Vertrauenskrise unter den Banken geführt. Und jetzt verkürzt sich sehr stark. Man kann ja vielleicht noch auf Fragen eingehen. Und heute hat das bedeutet, dass das sogenannte Interbankengeschäft, also das Geschäft, das die Banken quasi im 24-Stunden-Rhythmus sich gegenseitig leihen, sehr stark zurückgefahren wurde. Das hat früher starke Bilanzausweitungen gegeben. Das wird heute nur mehr auf das Notwendigste für jede Bank sehr unterschiedlich aber betrieben. Unsere Strategie heißt es so. Unsere Strategie heißt auch, eine Bilanzsummenausweitung ist nicht mehr ein strategisches Ziel, weil in diesem Basel III, und jetzt komme ich mit diesem Schlagwort, die Politik dann sehr rasch begonnen hat, einen Regelungswust herauszuschießen. Das hat zwar vorher schon begonnen mit dem sogenannten Basler Ausschuss. Das grundsätzliche Ziel kann man ja auch gar nicht verteufeln, wo es darum geht, Banken risikoresistenter aufzustehen und Banken auch von der Eigenkapitalseite her zu mehr Eigenkapital zu verhalten, / auch zu zwingen. Das löst einiges aus. Das ist aber per se natürlich nicht schlecht, sondern das ist grundsätzlich richtig. Die Frage ist immer nur, mit welcher Geschwindigkeit. Und jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel. Wenn im Herbst 2011 plötzlich entstanden ist, aufgrund Diskussionen, dass die Banken ihre Eigenmittel de facto innerhalb von einem Jahr, 3/4 Jahr war es genau, nämlich bis zum 30.06.2012 verdoppeln müssen, dann fragen Sie auch Unternehmer, wie Sie das als Unternehmer machen. Wenn der Gesetzgeber sich hinsetzt und sagt, so, ich erwarte in einem Jahr, was das welchen Grund immer, dein Eigenkapital zu verdoppeln.
Es hat einiges ausgelöst. Gibt's, wo die Banken dann begonnen haben, und wir machen das bis zum heutigen Tag, die Aktivseite im Detail zu durchleuchten, zu schauen, welches Geschäft wollen wir weiterhin nachhaltig betreiben. Das heißt, es geht wirklich in das Geschäftsmodell hinein, in das Businessmodell hinein, weil heute oberstes Prinzip ist, welches Geschäft kann ich mit möglichst wenig Eigenmittelunterlegung höchst profitabel betreiben. Das ist die Grundsatzfrage und so wird das jetzt durchleuchtet und das betrifft im Wesentlichen aber alle Mitbewerber. So gesehen sitzt man da in einem Boot und wenn man weiß, dass es einen Grundsatz gibt, ich sage das immer wieder, das sollte auch wirklich so gesehen werden, Banken sind der Blutkreislauf der Wirtschaft. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn diskutiert wird, auf der einen Seite von der sogenannten Realwirtschaft und auf der anderen Seite von der Finanzwirtschaft. Was ist denn das? Es gibt nur die Wirtschaft und gemeinsam haben wir alle in Wahrheit einen sehr ähnlichen Auftrag und eine Trennung gibt es nicht. Die Banken leben von Kunden, denen es gut geht. Und umgekehrt brauchen die Kunden, brauchen die Unternehmerinnen und Unternehmer, braucht die Industrie, braucht die Wirtschaft, eben die Banken, damit Wirtschaft überhaupt möglich ist. Und wenn man heute auch weiß, dass dieses Geschäft weltweit so vernetzt ist, dass eben binnen kürzester Zeit, innerhalb von Stunden, Krisen von einem Kontinent auf den anderen überschwappen, dann muss man damit mit diesem Wissen sehr sorgfältig umgehen. Von der Diskussion, ich glaube, die sehr interessant, gerade in der Zeit der Krise ist, über die Vorteile dieses dezentralen Sektors. Und aus meiner Tätigkeit als Leiter der Sektion Unternehmenspolitik ist unter anderem auch einer der Bereiche, dass ich der auf Verwaltungsebene Zuständige für KMU in Europa bin. Und da wird immer wieder bei den Treffen der 27, die wir haben, auch abgefragt, wie funktioniert es in den verschiedenen Ländern. Und Länder wie Deutschland oder Österreich zeichnen sich gerade auch im Finanzsektor durch etwas aus, was uns eigentlich besonders auszeichnet. Das ist nämlich die Hausbank, die regionale Bank. Und da würde ich ganz gerne auf das eingehen, wo du schon angesprochen hast. Irgendwo hat man den Eindruck, wir sind in einer globalisierten Welt, alles hat sich geändert und trotzdem sieht man jetzt in der Krise, hat sehr wohl dieses regionale Verständnis eine besondere Bewandtnis. Das ist die Frage eigentlich, ist der Gedanke Raiffeisens, ich glaube, er ist eh schon jetzt einmal diskutiert worden, der rund 150 Jahre alt ist, wie aktuell, wie modern ist er, wie krisenbeständig ist er? Gut, kann ich bei dem, ansetzen, was ich auch schon vorher erklärt habe, aufgrund unseres genossenschaftlichen Aufbaus. Und nachdem ich auch der Spartenobmann für alle Banken in Wien bin und auch für alle Versicherungen in Wien bin, wage ich auch zu behaupten, dass die grundsätzlichen Aussagen von mir auch wettbewerbsübergreifend für alle österreichischen Banken gelten. Das ist mir auch wichtig, ich will da jetzt keine Raiffeisenwerbung machen, aber für Raiffeisen gilt das insbesondere, weil wir eben nach wie vor die größte Bankstellendichte und Bankendichte in Österreich haben, und zwar bei weitem. Und es ist von uns ein Grundsatz, auch unter Inkaufnahme von gewissen Mehrkosten, das ist überhaupt keine Frage, wird bei uns das Internetbanking nicht das persönliche Beratungsgespräch ablösen. Ich habe das erst vor kurzem in einem Interview gesagt, bei uns wird Internetbanking immer nur eine Ergänzung sein und bleiben. Das braucht man heute, das muss man anbieten, aber das eigentliche Banking ist ein Vertrauensgeschäft und läuft meines Erachtens nur dann erfolgreich, wenn es von Angesicht zu Angesicht läuft. Bankgeschäft ist ein Vertrauensgeschäft und hat mit Sicherheit zu tun. Das kann man nicht oft genug betonen und daher ist es ja auch wirklich so sensibel.
Und warum wir gerade in Österreich diese Krise durchaus bis dato ganz gut bewältigt haben, ist, weil wir unsere Kunden auch sehr gut kennen. Ich darf es noch einmal sagen, es ist nicht Aufgabe unserer Bankstellen hier in Wien, Kunden irgendwo ins Ausland hin zu begleiten, sondern ihre Aufgabe ist, von ihnen bekannten Menschen Einlagen auf der einen Seite hereinzunehmen, um auf der anderen Seite wieder an bekannte Menschen, die Unternehmungen und Betriebe, kleine und mittelständische Unternehmungen repräsentieren, Kredite auszureichen. So einfach ist das Bankgeschäft. Einlagen hereinnehmen, Kredite hinausgeben. Und in der Mitte soll auch ein bisschen etwas überbleiben, damit sich eine Bank nachhaltig entwickeln kann, Eigenkapital bilden kann, überhaupt keine Frage. Kommen dann noch ein paar andere Komponenten auch dazu, aber die lasse ich jetzt mal weg, das Treasury-Geschäft und diese sehr komplizierten Produkte. Und wenn Sie die letzten 2 Jahre insbesondere verfolgt haben, dann werden Sie feststellen, alle sprechen vom Zurückgehen auf das Kerngeschäft. Und das ist das Kerngeschäft. Ja? Und wir in Österreich haben es deshalb bis dato durchaus wirklich gut verkraftet, weil wir sehr niedrige Risikokosten hatten. Und warum? Weil wir, wenn Schwierigkeiten aufgetaucht sind oder auch jetzt auftauchen, aufgrund der persönlichen Kenntnis kann man rechtzeitig über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Und ich sage immer wieder zu unseren Leuten, mir ist zehnmal lieber, wir führen diese Gespräche sehr konkret, sehr rasch, um Ausfälle zu vermeiden, weil mir hilft der Kunde, der insolvent wird, ob das jetzt ein Privatkunde ist oder ob das ein Unternehmen ist, hilft mir gar nichts, weil die Bank hat sofort Ausfälle zu verkraften und wir verlieren auf der anderen Seite für die Volkswirtschaft Wertschöpfung, Arbeitsplätze und mit allem drum und dran. Das ist und kann nicht das Ziel sein, sondern eine rechtzeitige Problemlösung, solange es irgendwie geht, muss im Vordergrund stehen. Und das geht nur dann, wenn man wirklich sich gegenüber sitzt, wenn man auch die entsprechende Information sich gibt, auch das gehört dazu, da wird sich in Zukunft noch einiges ändern und es wird halt auf Dauer nicht gehen, dass eine Unternehmerin oder Unternehmer sagt, ich hätte gern von euch einen Kredit, aber Sicherheiten gebe ich euch kaufen. Das mag so sein, da wird es in Zukunft, befürchte ich, keinen Kredit geben, weil uns die Basel-III-Richtlinien ganz klar dazu verhalten, im Hinblick auch auf das Thema Sicherheiten, im Hinblick auf das Thema Bonität, Rating, auch im Hinblick auf das Thema Pricing, diese Richtlinien, die sind ja auch Gesetz einzuhalten. Und damit bin ich auch schon bei einer vielleicht gar nicht so positiven Botschaft für Unternehmerinnen und Unternehmer, das muss man nur wissen, das kommt. Auf der anderen Seite, wenn man sich darauf einstellt und man weiß aber, ich kriege nach wie vor für Investitionen Kapital, dann ist es wieder eine gute Botschaft. Und es können Dinge und sollten Dinge nicht eintreten und Phänomene, die wir aus anderen Ländern ja kennen. Herr Präsident Hameseder, du hast jetzt wirklich in beeindruckender Weise dargestellt, was der Vorteil eines so dezentralen Systems wie Raiffeisen ist. Wie kommt man in dem Lebensweg dorthin? Wir haben ja vor einigen Monaten im Zusammenhang mit einer Volksbefragung auch dich in einer anderen Rolle erlebt. Vielleicht ist, ich glaube, für das Publikum wäre es interessant, was ist der Lebensweg des Erwin Hameseder? Ja, das ist für einen Banker ein ganz atypischer Lebensweg. Ich habe nach der Matura mich entschieden, die einjährige Freiwilligenausbildung beim österreichischen Bundesheer zu machen. Mich hat es dann so fasziniert, dass ich dann die Offiziersausbildung gemacht habe und war dann 11 Jahre lang beim österreichischen Bundesheer in verschiedensten Funktionen und Kommandantenfunktionen, habe dann in Stäben auch mitgearbeitet, habe dann im Jahr 82, also ich bin 75 zum Bundesheer gegangen, sage ich weg, bin mit 1. Februar 1987 vom Bundesheer wieder weggegangen, warum sage ich dann noch, habe aber im Wintersemester 2001
86, 87, Blödsinn, 82, so ist es, begonnen Juristen zu studieren und bis 86 abgeschlossen. So, warum bin ich nicht mehr beim Bundesheer und ob dann auf der Landesverteidigungsakademie die Intendanzausbildung noch gemacht. Vereinfacht ist es so, dass man beim Bundesheer, das war damals meine Vision, damals waren es im Wesentlichen zwei Wege, wie man General werden konnte. Heute gilt es in etwa auch so. Das ist die Wirtschaftsausbildung, die Intendanzausbildung oder die Generalstabsausbildung. Wie ich dann mit dem Studium fertig wurde, das habe ich ja gemacht, um sehr rasch naturgemäß sich in der Karriere weiterentwickeln zu können. Da hat es dann einen Bundesminister gegeben, der mich dann geholt hat und mich gefragt hat, ob ich ein Parteibuch habe. Ich habe das so schon vor allem öffentlich gemacht habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe keins, ich will auch keins. Dann hat er mir wieder zurückgeschickt und gesagt, na, dann werden Sie wohl Kompaniekommandant bleiben. Na, da war ich noch beim ersten Mal nicht ganz traurig. Habe mich dann eine halbe Stunde später noch einmal beworben, weil ich gleich dann mit einer neuen Funktion Major werden konnte. Damals junger Hauptmann gewesen, konnte man gleich Major werden. Und er mich wieder gefragt, ob ich schon ein Parteibuch habe. Ich gesagt, nein, ich habe noch immer keins, ich werde auch keins haben. Und damit war ich sehr, sehr verärgert. Aber als damaliger Kommandant der Stabskompanie in einem Regiment war ich verantwortlich. Mein Regiment hatte eine Partnerschaft mit der damaligen Raiffeisen-Zentralkasse Niederösterreich-Wien. Und daher habe ich den Generaldirektor und habe den Vorstand gekannt, weil immer wenn gemeinsame Treffen waren, war ich vom Regimentskommandanten beauftragt, das zu organisieren. Und der damalige Generaldirektor hat mich gefragt, wie er gewusst hat, in ihrem Studium fertig, ob ich nicht zur Raiffeisen wechseln. Und ich habe gesagt, nein, ich bin Beamter, bin gerade im Hausbau gewesen, habe ich gesagt, ich will Beamter bleiben, weil das war für mich damals heilig, Beamter zu sein. Und wie ich aber dann zweimal verärgert worden bin, habe ich innerhalb kürzester Zeit die Konsequenzen gezogen, nach einer intensiven Beratung mit meiner Frau, und bin de facto innerhalb von einem halben Jahr vom Bundesdienst weg, bin zur Raiffeisen gegangen und habe es nicht bereut. Ich bin also mit 31 Jahren zur Raiffeisen gekommen, in die Rechtsabteilung, war dort nur kurz, bin dann ein Jahr später Bereichsleiter geworden und bin im Jahr 94 in den Vorstand der Bank gekommen, habe mir viel Ausbildung erspart, alles was mit Führung und diesen Dingen zu tun hatten. Da war ich, das traue ich mir schon so fest ausgebildet, bin dann Generaldirektor stellvertretend im Jahr 98 geworden, dann haben wir uns umstrukturiert, bin im Jahr 2001 Generaldirektor der Raiffeisen Holding geworden und bin dann im Jahr 2007 zusätzlich Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien geworden und im vorigen Jahr eben, und ich wurde, habe heute schon ausführen dürfen, also zwei Jahre bevor das war, also Mitte 2010, hat mich der Dr. Konrad gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihm da in seiner Funktion nachzufolgen, was ich mit Freuden natürlich dann gesagt habe, also zwischen uns wurde das längst ausgemacht und das ist auch eine gewählte Funktion, das heißt, ich habe mich voriges Jahr dann in der Generalversammlung der Wahl gestellt, bin dort mit über 99% gewählt worden und habe im selben Atemzug dann die jeweilige Vorstandsvorsitzendenposition zurückgelegt, weil sich das miteinander nicht verträgt. Bin jetzt aus dem operativen Geschäft heraus und bin jetzt für die strategische Führung der Raiffeisen Bankengruppe verantwortlich. Das zu meinen Grüßen. Vielleicht noch eine Frage dazu. Ich hoffe, es ist noch nicht gestellt worden. Was ist so die, was sind welche Unternehmensgruppen, vielleicht noch ist dem meistens bewusst, worüber Raiffeisen hier tätig ist, aber vielleicht, wenn du da ein gewisses Bild machen könntest noch, was so alles über den Schreibtisch geht. Also klar ist, dass das wichtigste Standbein ist und bleibt das Bankgeschäft. Daraus ist Raiffeisen in letzter Konsequenz gewachsen. Aber Generationen vor dem Christian Konrad und auch jetzt natürlich vor mir haben in der Nachkriegszeit begonnen,
darüber nachzudenken, was kann man denn tun, um den bäuerlichen Produzenten, die Rohstoffe produzieren, einen besseren Zugang zum Markt zu geben. Und so ist entstanden, dass man damals zum Beispiel die Entscheidung getroffen hat, dass man in Tulln eine Zuckerfabrik gebaut hat, um den Bauern die Abnahme ihrer Rohstoffprodukte durch Veredelung zu einem ordentlichen Preis möglich zu machen, aber dass aber Raiffeisen nicht hineingeht in das Geschäft direkt zum Konsumenten. Das heißt, bis zum heutigen Tag sind wir diesem Grundsatz treu geblieben. Wir verarbeiten Rohstoffe, bäuerliche Rohstoffe in den verschiedensten Formen, veredeln die so, dass sie dann an Retailer abgegeben werden können. Also da gehört ein Agrarer dazu, das ist die Zucker- und Stärkewirtschaft in Österreich. Da gehört aufgrund der aktuellen Entwicklungen der letzten 10 Jahre, gehört auch Biosprit dazu. Wir sind Europas größter Müller. Wir sind in der Milchverarbeitung drinnen. Neu dazu gekommen ist Energie aus nachwachsenden Rohstoffen, ob das Photovoltaik, Energie aus Windkrafträdern ist oder Biogas. Das ist ein Thema, das aufgrund unserer Klimaschutzinitiativen und aufgrund der europäischen politischen und österreichischen politischen Grundsatzentscheidungen zu tun hat. Das gehört da dazu. Aber, da werden wir immer wieder auch kritisiert, zu uns gehören auch Medien. Wir sind der Haupteigentümer der Tageszeitung des Kurier. Wir sind Miteigentümer. Wir machen das auch immer mit Partnern. Also dort ist der Minderheitspartner die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Wir sind aber auch Partner von Bruno und Ja, wenn es um die Verlagsgruppe News geht, wo halt Profil, Format, News, Women und was gut, was alles Trend und so weiter drinnen sind. Aber auch wir sind Miteigentümer vom Krone Hit Radio, um ein paar Vertreter zu nennen. Also auch der Medienbereich gehört da dazu. Auch das hat einen geschichtlich einfachen Hintergrund, weil in den 80er Jahren, das hat der Christian Konrad gemacht, eine Eigentümergruppe damals entschieden hat, sich aus dem Kurier zurückzuziehen, und dann war die Entscheidung, geht das ins Ausland oder findet sich in Österreich jemand, der sagt, wir kaufen das und führen das aber nachhaltig. Also, und das gehört für all unsere Geschäftsfelder. Wir gehören nicht zu jenen, die etwas kaufen und dann wieder verkaufen, sondern unsere Grundsatzentscheidung ist, Headquarters hier in Österreich zu haben, obwohl die Agrana Weltmarktführer im Fruchtzubereitungsbereich ist. Sie können davon ausgehen, egal, ich war erst vor kurzem in Amerika unterwegs, selbst in Amerika gibt es, in jedem dritten Joghurt, das Sie irgendwo auf dieser Welt essen, ist ein Agrana-Produkt drinnen. Weil die Agrana auch der Hauptlieferant für die Danone-Gruppe ist, und die Danone-Gruppe ist in dem Bereich Weltmarktführer. Also ein Nischen ist es uns dadurch gelungen, auch in eine Weltmarktführerposition zu kommen. Forschung und Entwicklung ist aber hier, das ist ganz wesentlich. Ja? Und ich habe auch heute schon erzählt, unsere Eigentümer, unsere breiten Eigentümer sind unsere Kunden. Das ist die österreichische Bevölkerung. Und daher sind wir die einzige große private Unternehmensgruppe, die ausschließlich Österreichern gehört. Und auf das sind wir stolz und das werden wir auch nicht ändern. Und dazu gehört auch, dass wir in Mehrheitspositionen, wenn es schon nicht in absoluter Mehrheit ist, aber doch über vertragliche Zusicherungen auch bei unseren Beteiligungen sind. Typisches Beispiel ist auch die Raiffeisen Bank International, wo es ganz klare Zielsetzungen dazu gibt. Das gilt für die Agrana etc. Ich glaube, das ist ein interessantes Bild, das hier gezeigt wurde, was auch Raiffeisen sicher gut gelungen ist, ist alles das, was Ostöffnung betrifft. Manchmal hat man den Eindruck, so ganz in den Köpfen von uns allen ist es noch nicht angekommen. Was sagt der Raiffeisen-Präsident, was bedeutet diese Ostöffnung der letzten ja, mittlerweile über 20 Jahre. Welche Chance bedeutet das für gerade auch für die Schaffung
von Wirtschaftskraft in Österreich? Also ich glaube, eines kann man ja wohl außer Streit sagen. Diese Europäische Union ist das größte Friedensprojekt, das es je auf dieser Welt gegeben hat. Und dazu gehört auch die Ostöffnung. Ich habe noch erlebt als Offizier, und ich bin ja dem Bundesheer bis zum heutigen Tag engstens verbunden, du hast das auch angesprochen, weil ich auch für die Beibehaltung der Wehrpflicht gekämpft habe und das aus gutem Grund und habe heute den Dienstgrad eines Brigadiers. Aber auch als Soldat sah ich schlicht und einfach, dass wir das erleben durften. Wir haben noch an der Grenze geübt und da hat es den großen Feind auf der anderen Seite gegeben, den Warschauer Pakt. Ja? Dass das von mir auch militärisch einmal, dass das völlig anders sein kann, also da muss ich sagen, man kann nicht nichts anderes sagen, als zutiefst dankbar zu sein. Und das war auch die große Chance für Europa insgesamt, für die Weiterentwicklung der Europäischen Union und auch für Österreich. Das ist die Jahrhundertchance für die österreichische Wirtschaft gewesen. Und wir haben das genützt. Bei uns ist die Raiffeisen Zentralbank bereits im Jahr 88 nach Ungarn gegangen und hat dort die erste Bank gegründet. Also noch vor der eigentlichen Ostöffnung, 2 Jahre vorher waren wir dort. Und von dort haben wir dann diese Dinge aufgebaut. Ich glaube, Sie wissen ungefähr, wo wir dort tätig sind, aber warum sind wir dort tätig geworden? Und wir haben das immer rappenmäßig gemacht. Wir sind in all die Länder, Ungarn, damals Tschechoslowakei, Polen etc., Bulgarien, Rumänien, sind wir immer zuerst mit dem Bankgeschäft hingegangen, indem wir neue Banken gegründet haben. Es hat eine einzige Ausnahme gegeben, dann in der Slowakei nach der Trennung, haben wir die Tatra Bank gekauft. Die hat es schon gegeben, eine sehr, damals schon sehr erfolgreiche Bank. Das war die einzige Bank, die wir da gekauft haben. Sonst haben wir immer Greenfield Operations gemacht, das heißt Neugründungen gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir keine Firmenwerte haben. Das tut uns in diesen Tagen sehr gut, kann ich Ihnen sagen. Wir brauchen keine Firmenwerte anschreiben. Was andere schon tun mussten. So, und wenn das Bankgeschäft funktioniert hat, dann sind wir auch mit der Industrie danach gegangen und haben also dann daher sind wir auch in Ungarn, in der Zuckerindustrie, in der Stärkeindustrie, dasselbe gilt für Rumänien etc. Also immer dasselbe Bild, weil das so gesteuert wurde. Und dieses Geschäftsmodell hat sich durchaus sehr ordentlich bis zum heutigen Tag mit diversen Rückschlägen entwickelt. Also es wäre vermessen zu sagen, da hat es einen Rückschlag gegeben. Und es hat sogar Nobelpreisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren, gegeben, die nicht nur uns, sondern Österreich insgesamt vor sich in der Krise, in der Hochkrise hergeprügelt haben. Ein gewisser Krugmann, der gemeint hat, also Österreich ist ja auch als Staat, verdient ja das Rating nicht mehr, denn die starke Vernetzung der österreichischen Wirtschaft und damit auch von Raiffeisen, ja, wir haben das ganz bewusst gemacht, führt ja dazu, dass der österreichische Staat diese Risiken gar nicht mehr tragen kann. Also Gott sei Dank ist bis zum heutigen Tag alles völlig anders gekommen und Österreich hätte bei weitem nicht dieses Wertschöpfungspotenzial, das wir heute haben, hätte bei weitem nicht diese Beschäftigungssituation, hätte bei weitem nicht insgesamt eben eine Wirtschaftsentwicklung, wenn diese Ostöffnung bis zum heutigen Tag nicht so funktioniert hätte. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein, denn diese Länder haben einen Nachholbedarf, der jedenfalls noch für 2 Generationen anhalten wird. Wir haben uns heute erst wieder intensiv pro Land mit diesen Themen beschäftigt. Man muss heute diese Länder spezifisch sehen. Jedes Land hat mittlerweile eine andere Ausgangsposition. Ungarn ist für uns ein schwieriges Land geworden, aber nicht nur für uns, sondern für viele. Das hängt mit der Politik zusammen, die dort betrieben wird. Man kann ja auch ganz offen sagen, das geht teilweise bis in Enteignungen hinein, denn wenn heute eine Regierung die Möglichkeit hat, obwohl sie in der EU ist, ja, künstlich einen Umrechnungskurs zu fixieren, vorhin zum Euro, der jeglicher Grundlage entbehrt und den die Banken in letzter Konsequenz gezahlt haben, dann ist das etwas, das ja höchst bedenklich ist. Ja. Aber da laufen mehr Verfahren bei der EU. Tatsache ist, diese Verfahren dauern
dauern Jahre, 3 bis 5 Jahre. Der Wirtschaftsprüfer kommt aber zu Ihnen ins Haus und sagt, ja, jetzt heißt es mir abschreiben, macht es faktisch, ja, haben Sie das zu verdauen. Also da gibt es Entwicklungen, über die man natürlich nicht glücklich sein kann, aber wie gesagt, dazu, die Regierung, die jetzt dort im Amt ist, wird es nicht mehr geben, glauben Sie mir, reif, also nicht weiter dort sein. Weil wir verfolgen eine nachhaltige Geschäftspolitik. Da müssen Sie hin und wieder Schmerzen zur Kenntnis nehmen. Aber wenn man irgendwo nach dem alten kaufmännischen Grundsatz, dass uns ja das Handelsgesetzbuch oder jetzt UGB, das Unternehmensgesetzbuch, gibt, ob es das Prinzip für das Unternehmen nach kaufmännischer Vorsicht und nicht, wie es die Amerikaner uns vorgeben, wie wir bilanzieren müssen nach IFRS. Ich bin ein absoluter Gegner einer IFRS-Bilanzierung, sogenannte Fair Value. Das ist ein Wahnsinn, stille Reserven sind da de facto nicht möglich, das ist aber politisch ein anderes Thema. Die Frage, ob die EU immer all diese Dinge, die aus Amerika kommen, so nachvollziehen sollte. Ja, ich führe mal viele Diskussionen auf der politischen Ebene. Trotzdem, bei all diesen Schmerzen muss man sagen, es werden sich diese Länder viel rascher erholen als der Rest Europa. Und das schafft weiterhin bei uns eine gewisse wirtschaftliche Dynamik. Von dem sind wir absolut überzeugt. Und das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in diesen Ländern wird in Zukunft nicht mehr sein können 5%, 4%, sondern wird vielleicht im Schnitt sein 2 bis 2,5%. Aber wenn Resteuropa gerade 1% wächst, dann ist es noch immer doppelt so viel wie in den anderen Ländern. Und wenn man sich die Verschuldensituation mit wenigen Ausnahmen ansieht, dann wird man drauf kommen, dass diese Länder einen Verschuldungsgrad in etwa vor 30, 40, höchstens 50% haben, während wir in Österreich wissen auch, je nachdem welche Zahl man nimmt, ja, also jetzt sagen wir über 70 haben, sehr vorsichtig, und andere Länder haben deutlich über 100%. Also diese Ausgangsposition, die diese Länder haben, ist vom Prinzip her durchaus eine eigentlich wirtschaftlich gut abgesicherte Position. Und daher werden wir dort nicht mehr so dynamisch wachsen. Wir sind mit den Investitionen naturgemäß etwas vorsichtiger und man darf sich auch derzeit nicht aus vom Bummland Russland. Russland ist derzeit das Bummland. Russland hat eine Staatsverschuldung, die ist unter 10%. Aufgrund der reichhaltigen Rohstoffe, die sie zur Verfügung haben. Es ist ein Rohstoffmarkt, es ist ein Rohstofffass. Russland ist ein hochinteressanter Markt, aber auch da vergessen wir nicht, dass wir im Jahr 1998, wie Russland ein Zahlungsmoratorium gestellt hat, wir de facto über Nacht, damals noch in Schilling, 1,8 Milliarden Schilling verloren haben. Also man muss das immer sehr sorgfältig beurteilen und sich versuchen, so aufzustellen, dass man Rückschläge in den einzelnen Ländern aufgrund der Diversifikation ordentlich aushalten kann. Ja, wenn man das zusammenfasst, das Geheimnis von Raiffeisen ist, einerseits in die Zukunft zu blicken und gleichzeitig aber die Seriosität und das auch die Regionalität zu bewahren, wo wir Raiffeisen in 10 Jahren stehen. Von der Grundaufstellung werden wir so aufgestellt sein wie jetzt. Diese Gensektor, wenn ich das ein bisschen jetzt aufsplitte, wird es die Dreistufigkeit weitergeben. Also solange ich in einer entsprechenden verantwortlichen Position bin, wird das so sein. Was vielleicht einmal darüber hinaus ist, muss man auch sehen, was sich da alles ändert. Man kann ja das immer nur beurteilen. Ich glaube, auch das gehört dazu. Hoffentlich, dass man in der Lage ist, aufgrund der vielen Menschen, die wir haben, die sich mit den Themen auseinandersetzen, inklusive der Basis, die wirklich ein gutes Gefühl haben, dass man die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennt, dass man nicht irgendwo abgehoben sitzt, da am Donaukanal und nicht weiß, was sich da in der Welt tut. Also es gehört dazu, vor Ort zu sein. Ich sitze ja wenig da am Donaukanal, ich bin fest unterwegs. Das gehört auch in den Ländern dazu, weil nur wenn man sich darauf verlassen muss, was man erzählt bekommt,
von Wirtschaftsforschern oder so, muss man sehr vorsichtig sein. Also versuchen sich eine eigene Meinung zu bilden, das glaube ich ist sehr wichtig. Also die Dreistufigkeit wird es weitergeben. Ich glaube, dass wir jetzt die nächsten 3 bis 5 Jahre schon auch getrieben durch die neuen Rahmenbedingungen, die durch die Politik vorgegeben werden. Jetzt können wir jammern. Das Jammern hilft uns nichts. Es ist der Job der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir können nur eins tun, uns mit allen anderen einzubringen, damit möglichst hoffentlich für die Volkswirtschaft verträgliche, vernünftige politische Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und da nehme ich jetzt ein Beispiel heraus. Ja. Wenn man nach wie vor meint, man muss eine Bankensteuer machen, ja. Es gibt eine Finanztransaktionssteuer, wir müssen unsere Personaleinstellungen, die wir betreiben, nicht für den Vertrieb, sondern für das Backoffice einstellen. Also um ein Beispiel zu sagen, wir haben in den letzten Jahren viel mehr Mathematiker, jetzt habe ich auch nichts gegen Mathematiker, ja, aber wir haben viel mehr Mathematiker eingestellt als Betriebswirte, die wir für den Vertrieb brauchen. Warum? Weil wir heute unglaubliche Risikomanagement-Analysen machen müssen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen müssen, sonst verletzen wir jeden Tag ein Gesetz. Ja, das hängt alles mit dieser Regelungsflut zusammen. Ja, also die Fixkosten steigen dann. Wenn man verschiedene so Pakete sieht, vielleicht eine einheitliche Einlagensicherung, die wir ablehnen, habe ich heute schon mal gesagt, kommt. Und. Dann darf man sich nicht wundern, dass das Management einer Bank heute sagt, ich habe meine Bank so zu führen, dass ich jeden Tag, das ist unser Job, ja, alle Gläubiger, die ich als Bank habe, zu jeder Sekunde befriedigen können muss. Das heißt, auf der anderen Seite dürfte gar kein Risiko eingehen, weil jedes Geschäft ist auch Risikogeschäft, ein anderes Geschäft gibt es nicht. Ja? Das heißt, wir müssen uns auf der anderen Seite ein Polster suchen, damit das trotzdem umgesetzt werden kann. Aber wir führen die Unternehmungen deutlich nicht mehr so expansiv, deutlich risikoorientiert, wo wir eben gewisses Geschäft, das man vor 500 gemacht hat, so nicht mehr machen. Es hat aber auch etwas Gutes, weil so komplexe Treasury-Produkte, hochkomplizierte Derivatgeschäfte und, haben wir im Wesentlichen aufgelassen. Ja, da hat es natürlich Entwicklungen gegeben, die nicht richtig waren. Das heißt, diese Entwicklung ist durchaus eine, die eine gute und eine gesunde ist. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist zu allen Staatsbürgern durchgedrungen, dass es halt nicht gut ist, wenn ich mir als Heiselbauer einen Yen-Kredit nehme oder einen Schweizer Frankenkredit oder einen Fremdwährungskredit nehme, nämlich dann, wenn ich es mir in Euro nicht leisten könnte, weil ich spekuliere und sage, da wird weiterhin mit 0,5% die nächsten 20 Jahre werden die Zinsen sein. Und das vielleicht mit einem hochkomplizierten Tilgungsträger auch versehen. Ne? Also solche Dinge wird es dann nicht mehr geben. Das heißt, das Bankgeschäft kehrt mehr zurück zu den Wurzeln und wird sich etwas vorsichtig auch im Wachstum entwickeln. Aber vom Prinzip her werden wir weiter in diesen Ländern sein. Es ist auch unsere Aufgabe, weiter mitzuhelfen, dass sich die Volkswirtschaften in den sogenannten, heute nicht mehr neuen, aber doch noch neuen EU-Mitgliedern weiterentwickeln kann, weil ohne Banken funktioniert das nicht, das wissen wir. Was die anderen Unternehmensbereiche anbelangt, den landwirtschaftlichen Bereich, den ich angesprochen habe, den Medienbereich, den ich angesprochen habe, aber auch das Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien, das sind Dinge, die sich weiterentwickeln. Da haben unsere Unternehmungen den Auftrag, eine derartige Geschäftspolitik auch zu fahren, dass sie in der Lage sind, die entsprechenden Investitionen aus eigenem heraus tätigen zu können und wo wir auch immer offen sind für sogenannte strategische Partnerschaften. Weil wir schon glauben, dass auch so wie wir es im Zug- und Stärkebereich haben, im Medienbereich haben, wird sich vielleicht auch, ich sage ein anderes Beispiel jetzt, zum Thema erneuerbare Energien, werden sich Partner ergeben, wo wir dann gemeinsam große Investitionen angehen. Wir waren knapp davor, ein größeres Projekt in der Nordsee abzuschließen, wo es um ganz andere Windkraftdimensionen geht. Das Problem ist, warum man dort nicht weiter investieren kann derzeit, ist, weil man nicht in der Lage ist, die Leitungen hereinzubekommen, weil das sind
dann Windkraftanlagen, die ungefähr 30 bis 40 Kilometer von der Küste, das sind Offshore-Projekte, dort sich befinden. Und dann hat man noch ein Problem, dort wird so viel Strom erzeugt, dass man Pufferspeicher bräuchte. Und wie man weiß, das ist eine große Schwäche für diese alternativen Anlagen, Photovoltaik, aber auch Windkraft in größerem Maße. Sie können die Energie, die im Spitzenbereich, die sie brauchen würden und wieder herausholen, das funktioniert noch nicht. Das heißt, da fehlt die Technologie für die Industrialisierung dazu und das werden wir uns anschauen. Vielleicht kann man da mit Partnern da in der Zukunft weiter sich entwickeln. Aus heutiger Sicht werden wir kein neues Standbein aufmachen, sondern wir werden nicht in die Breite wachsen, sondern ich bin der Meinung, wir werden weiter in die Tiefe wachsen. Das heißt, das, was wir heute schon haben, dort wird weiter investiert werden. Ja, danke. Das war, glaube ich, ein interessanter Überblick. Aber ich glaube, die Frage, die sich noch stellt, ist, der Präsident Hameseder ist sicher Tag und Nacht unterwegs. Trotzdem wird es auch einen privaten Erwin Hameseder geben. Was macht der private Erwin Hameseder, wenn er mal nicht nur an die Zukunft und an die Gegenwart von Raiffeisen denkt? Seit 14 Monaten bin ich ganz begeisterter Opa. Zwillingsmädchen und es ist für mich ein oberster Grundsatz, dass ein halber Tag am Wochenende den Enkelkindern gehört. Meine Frau engagiert sich da noch viel mehr, aber mir ist es auch wichtig, dass ich zu den Kindern einen guten Kontakt habe. Aber ansonsten habe ich noch eine Gelegenheit gehabt zu sagen, gehöre wahrscheinlich zur aussterbenden Spezies, dass es meiner Frau und mir bis jetzt gelungen ist, seit 35 Jahren verheiratet zu sein. Wir haben zwei Söhne, die beide studiert haben. Der eine ist Techniker und der andere ist Betriebswirt, die auch im Beruf stehen. Der ältere Sohn hat eben auch mit seiner Frau diese zwei Kinder. Wir versuchen uns doch am Wochenende auch zu treffen. Und das Leben für meine Frau und für mich hat sich völlig geändert, das ist auch keine Frage. Meine Frau hat sich Gott sei Dank voll der Kindererziehung gewidmet, dafür bin ich hier unendlich dankbar. Ist Künstlerin und widmet sich jetzt seit knapp 10 Jahren sehr intensiv der Kunst. Und all das, was sie da verkauft wird, gemeinnützigen Zwecken gespendet. Da hat sie ihre Lebenserfüllung da gefunden. Und ansonsten mache ich ein bisschen Sport, wenn es irgendwie geht, ein bisschen laufen gehen. Im Winter, wenn es irgendwie möglich ist, ein bisschen Skifahren gehen. Und auch das Reisen gehört dazu. Ich habe heuer das erste Mal in meinem Berufsleben 4 Wochen Urlaub gemacht. Habe eine Reise gemacht, um auch andere Kulturen interessiert mich da sehr und auch zu schauen, wann von Krise gesprochen wird, wo wirkt sie denn wie, was aus, kann man das beruflich auch nutzen und war da 14 Tage in Neuseeland, dann ein bisschen in Fidschi und dann in Amerika und dann wieder nach Hause. Das macht mir großen Spaß, einfach auch, wie gesagt, ein bisschen schon das Gefühl zu kriegen, was tut sich hier und woanders auf dieser Welt. Das ein bisschen noch zu mir privat. Und wenn dann jemand mich herausfordert, indem man glaubt, ein Berufsheer ist das Heil für die österreichische Armee, dann bin ich bereit, mich für solche Dinge sehr, sehr intensiv zu engagieren. Und da bin ich in der glücklichen Lage, sehr gut vernetzt zu sein zu vielen NGOs und auch anderen Einrichtungen, und die auch dann für diverse Ideen gemeinsam zu begeistern. Etwas, was mir aus einer eigenen regionalen Umgebung bekannt ist, ist auch dein Engagement für die Basilika in Maratapal, wo man doch auch vielleicht auch ein paar Worte dazu. Ich habe schon vom Genossenschaftswesen gesprochen. Also das, ich will vielleicht zwei Beispiele sagen. Ich glaube, es gehört auch dazu, wenn man so in der Bevölkerung verankert ist und wenn man nicht diesem Shareholder-Wählertrieb so ausgesetzt ist,
und wo man von den Eigentümern das Zugeständnis hat, das ist wirklich etwas Angenehmes, ja, nachhaltig wirtschaften zu dürfen. Das heißt, nicht zu Handlungen gezwungen zu sein, wo ich jetzt irgendwas machen muss, damit die Bilanz zum 31.12.2012 so ausschaut, sondern das darf auch so ausschauen. Ja? Das ist unglaublich toll, wenn man das machen kann. Nachhaltig zu wirtschaften, eine nachhaltige Entwicklung zu sehen. Ja? Vielleicht nicht was verkaufen zu müssen, weil wir der Meinung sind, aufgrund der Entwicklung unserer Einschätzung, dass die anders ausschaut, wir können es auch in 2 Jahren machen. Ja? Gehört auch dazu, dass wenn die Gesellschaft Anliegen hat, auf diese zuzugehen. Dazu gehört Sport, dazu gehört Kultur, dazu gehört auch Soziales. Und daher unterstützen wir diverseste Projekte, sehr stark Jugend- und Kinderschutzprojekte. Ich kann ein paar sagen, die Möwe zum Beispiel, ich wäre ganz narrisch, wenn ich irgendwo her, dass also Kinder missbraucht werden. Ja? Also ich glaube, da kann man gar nicht genug viel dazu tun. Geld ist die eine Seite, die man dann zur Verfügung stellt, sondern da geht es ja deutlich um viel mehr. Aber es kann uns ja auch nicht wurscht sein, wenn Kulturdenkmäler und wenn sie auch zu unserem Kulturkreis so dazugehören, ich stehe dazu, bin auch so erzogen worden. Ich sage immer, wenn man sich an die 10 Gebote einigermaßen brav hält, dann braucht man den ganzen Schmarrn von Corporate Governance nicht. Ja, das ist jetzt eine Art Entwicklungen, die aufgrund des Gierdenkens des Menschen entstehen. Ja, und da gibt es jetzt viele Unternehmungen, die verdienen einen Haufen Geld damit, dass sie sich jetzt etwas einfallen lassen, was ein Manager oder ein Unternehmen alles nicht tun darf. Genauso die neuen Antikorruptionsbestimmungen. Okay, ist so. Dazu gehört es auch, sich für die Kirche zu engagieren. Und daher habe ich mich dann auch angenommen, dass meine Tafel saniert wird. Jetzt haben wir gerade ein nächstes Projekt. Der Stift Göttweig braucht ein neues Dach. Das ist wieder ein Projekt über 6 Millionen Euro. Und da versuchen wir als Raiffeisen einen Beitrag zu leisten. Aber was anderes will ich auch noch sagen. Wir haben auch eine langjährige Partnerschaft mit dem Militärkommando Niederösterreich, wo es darum geht, dass wir dem Bundesheer Gerät und Ressourcen zur Verfügung stehen, was im Bundesheer so nicht vorhanden ist, weil es auch gar nicht sinnvoll wäre. Also Großgerät, auch bei den Pionieren, das heute in einer Bauwirtschaft gang und gäbe ist. Ja, das kostet irrsinnig viel Geld. Und wenn das, egal wer das hat, nur herumsteht, dann müssen sie es jetzt so abschreiben und es rechnet sich nicht. Daher ist es einfach sinnvoller, wo wir gesagt haben, okay, wenn das Bundesheer in den Einsatz geht, erinnere ich an das Katastrophenhochwasser 2002, Machhochwasser 2006, 2009 hat es dort regionale Katastrophen gegeben, wo wir unser Beteiligungsnetzwerk dazu einsetzen, wo aufgrund einer Beurteilung dann eben zum Beispiel Wohncontainer bis hin zu Autos, bis hin zu Großbagger, Kränen etc. Da dem Bundesheer zur Verfügung gestellt werden, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das hat uns im Jahr 2002 einiges gekostet, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Und das können Sie als börsennotiertes Unternehmen natürlich einem Investor, einem amerikanischen Fonds oder einem Fonds, der in London sitzt, der hat für so etwas kein Verständnis. Das können Sie nicht machen. Wir dürfen das, wir unsere Eigentümer wollen das. Und warum? Weil wir davon ausgehen können, dass in Niederösterreich jeder Zweite, der davon auch betroffen ist, allfällig beim Hochwasser auch unser Kunde ist. Ja, jetzt geht es uns nicht mehr darum, nicht sind Sie Kunde oder nicht Kunde, sondern da geht es um die Bevölkerung. Und das ist der Mehrwert, den eine Genossenschaftsorganisation meines Erachtens auch als Lebensberechtigung leisten muss. Das werden wir auch in der Zukunft machen. Das heißt, wir sind jetzt noch einmal zum Bundesheer zurückgekehrt, ein wesentliches Engagement. Und irgendwo hat man vor ein paar Jahren den Eindruck gehabt, alles geht in Richtung Berufsarmeen. Das Bundesheer ist doch für eine Gesellschaft, in der wir uns befinden, die, wie man so schön sagt, bunter wird, immer aus verschiedenen, ist doch eine Möglichkeit auch des Zusammenhaltens. Ist das nicht auch ein wesentlicher Punkt, der durchaus auch verbindet? Raiffeisen, Genossenschaften,
ein Zusammenhalten, Solidarität und letztlich in der Gesellschaft, wo auch das Bundesheer eine Möglichkeit zur Solidarität ist. Das Lernen von Solidarität. Überhaupt keine Frage. Ich habe nochmal, ich verdanke in meinem Berufsleben wahnsinnig viel dem österreichischen Bundesheer. Es gibt, glaube ich, kaum eine Ausbildung, wo man in so jungen Jahren lernt, Menschen zu führen. Wo sie als junger Leutnant mit 21 Jahren, jetzt sage ich mal, jetzt haben wir als Oberleutnant, dann als Kompaniekommandant mit 22 Jahren Personen von 18 Jahren bis zum pensionsreifen Unteroffizier zu führen haben, da lernt man irrsinnig viel dazu. Und ich glaube auch, das ist in letzter Konsequenz, und da bin ich ja der österreichischen Bevölkerung sehr, sehr dankbar, es hat eine derartig klare Entscheidung gegeben, die unglaublich ist, die ein toller Auftrag ist, und daher arbeiten wir auch in dieser Verein, den wir da gegründet haben, Einsatz für Österreich, der arbeitet ja im Hintergrund weiter, weil man kann sich nicht auf der einen Seite hinstellen sollen und die österreichische Bevölkerung bitten, das Vertrauen zu geben in ein Wehrsystem, das wir derzeit haben, das sich hervorragend in all diesen Jahrzehnten bewährt hat. Und dann schaut man immer, ob das auch umgesetzt wird, was die Bevölkerung entschieden hat. Das hat jetzt mit Wahlprogrammen überhaupt nichts zu tun, sondern die Entscheidung hat die Bevölkerung getroffen. Daher sind wir da stark auch daran, dass bis in den Herbst wesentliche Punkte abgearbeitet werden. Und das spielt, und das hat immer eine Rolle gespielt, das Thema sich der Bevölkerung oder dem Volk als junger Mensch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das gehört dazu, ja, dass man da jetzt viele Verbesserungen machen muss, daran ist zu arbeiten. Das Thema Integration spielt eine ganz wesentliche Rolle, zunehmend mehr. Also es gibt da verschiedene Dinge, aber klar ist, der junge Mensch hat das Recht darauf, dass mit ihm bestmöglich umgegangen wird. Ja, und da diese Hausaufgaben sind abzuarbeiten, und ich bin sicher, im zweiten Halbjahr dieses Jahres wird es da schon diverseste Veränderungen geben, aber insbesondere ab 1.1.2014 gewisse Dinge brauchen eine Zeitspanne. Sollte man das so hingebracht haben, dass die Menschen, die jungen Leute, die da einrücken, und Gott sei Dank sind sie auch Frauen, vielleicht in Zukunft dann noch mehr. Es ist ja geöffnet. Ich bin aber auch dafür, dass es keine Verpflichtung für Frauen gibt, sondern das muss weiterhin auf freiwilliger Basis geben. Und der Schmankerl am Rande, ich war da viel bei Schulen unterwegs, insbesondere in Jänern, war da bei einer Handelsakademie in Amstetten. Und dort wurde ich dann in eine Diskussion von jungen Damen, das waren Maturantinnen, verwickelt, warum ich nicht dafür einsetze öffentlich, dass es eine Wehrpflicht für Frauen gibt. Ja. Habe ich gesagt, wenn das einmal in den Mund genommen würde, haben wir unsere Abstimmung schon verloren. Also man sieht auch, dass es bei jungen Damen auch diese Einstellung gibt, aber die Lösung ist auch, also, ihr braucht euch ja nur dazu melden, freiwillig, und ihr kriegt Scheidung, das ist ja auch kein Problem. Also ich denke, so wie die Dinge sind, ist es jetzt ganz gut aufgestellt. Und es ist unsere Mitverantwortung, da zu schauen, was wir jetzt daraus nur abstimmen, alleine ist dazu wenig. Ja, ich glaube, ich kann die Gelegenheit nutzen und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch, wo wir vieles mitgenommen haben. Präsident Erwin Hameseder ist einer, der für das wirtschaftliche Geschehen in diesem Land sehr vieles gestaltet. Und wir haben einiges auch privat über dich gehört. Die weite Perspektive, Bankenwelt ist im Bankenblutkreislauf, ist etwas international heute nicht anders mehr vorstellbar als international. Auf der anderen Seite sind es eigentlich die traditionellen Werte, die die Seriosität ausmachen, die es vielleicht sogar leichter machen, viele Ziele, die auch heute international vorgegeben werden, auch entsprechend zu erfüllen.
Wir haben auch mitgenommen, dass welches Friedenswerk die Europäische Union ist und welche Chance wir haben, dass das ein Friedenswerk ist, gleichzeitig auch eine Möglichkeit des, oder war ein Faktor dafür, dass wir uns wirtschaftlich so weiterentwickelt haben. Du hast auch einen Einblick gegeben, was dich, dass du privat auch interessiert bist an der weiten Welt, an anderen Kulturen und gleichzeitig weißt, dass Heimat nicht Enge, sondern Tiefe bedeutet, ein Verwurzeltsein in dem. Und ich nehme an, es wird allen so gegangen sein wie mir. Es war eine spannende Stunde, wo, glaube ich, jeder für sich einiges mitnimmt und in dem, wenn man Erwin Hametseder in den verschiedenen Medien sieht, dann ein bisschen mehr mit dir anfangen kann. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.